So, für zwei Hähnchen nehme ich die Kohle hier und mache 40 Stückchen. So, wir haben jetzt den Anzünder mit ca. 40 Pads gefüllt. Wir legen jetzt einen Würfel auf den Grill. Und zünden diesen an. Fangen wir mal an. Paprika, Curry, und Pfeffer. So, jetzt schön verrühren. Ein Duft. So, so sieht das Ganze aus. Ja. So, und nun geht's weiter mit unserem Hähnchen. Wir schneiden erstmal das überschüssige Fett ab. So, das schmeißen wir dann weg. So, voilà. So, dann nehmen wir unser Olivenöl, das wir mit Kräutern und Knoblauch eingelegt haben. Und damit schmieren wir jetzt mal das Hähnchen schön von innen und von außen schön ein. So, dass es überall auf der Haut ist, damit es dann schön meine Marinade annimmt, die wir dann gleich schön einmassieren. So, schön unter den Armen, die Schenkelchen. So, wird alles schön eingeschmiert. So, dann drehen wir den Burschen oder die. So, auch hinten. Schön, schön voll ist. So, tada. So. Gut, jetzt nehmen wir unser Gewürz, das wir vorhin angesetzt haben. Und jetzt wird es schön einmassiert. Ein bisschen außen, ein bisschen innen. So.
So, rala. So, jetzt drehen wir das. Massieren das schön ein. Mal ein bisschen da. Dass es nicht zu scharf wird. So. So. Jetzt kommt der zweite Bursche. Wieder. Entfernen wir das Fett. Das ist nicht gut. So. Gut. Dann wieder schön auspinseln. Innen und außen. So, da. Eine Drehung. So, den Kopf oben verschließen wir nachher mit einer Zwiebel, dass von der Bierdose die ganze Feuchtigkeit nicht aus dem Hähnchen ausströmen kann, sondern im Hähnchen verbleibt und das Ganze schön saftig wird. So, unser Gewürz. So. Schön. Schön einmassieren. So. Das Ganze, bis das Grillen losgeht, dauert jetzt circa noch eine Stunde. Und jetzt kann die Marinade und das Öl und die ganzen Gewürze können sich schön im Fleisch verteilen, schön einziehen. So, jetzt nehmen wir die Bierdose, öffnen die, natürlich vorher spülen die Dose, trinken einen Schluck. Jetzt nehmen wir den Halter, dann kommt die Bierdose rein, dann kommt das Hähnchen direkt so drauf. So, hier rein. So, das war's. So, jetzt bereite ich die Ofenkartoffel vor. Für die Folie. So, kleinen Schlitz. Ein bisschen Pfeffer. Rosmarin. Etwas Rosmarin. So. Dann kommt ein Tropfen Öl drauf. Dann kommt der Spalt wieder rein. Ganz schön in Alufolie eingepackt. So. Damit man drin bleiben kann. So, die Kohle ist soweit. Wir füllen sie ein. Schon wieder gerade die Hände verbrannt. So. Ja, die sind durch. Sind Ast rein, sind durch.